Und damit auf ein neues, zu einer neuen Folge von Let's Play Pokémon Strahlender Diamant. In der letzten Folge haben wir hier den See, der, nee, das ist das Kühnheitsufer oder so, ja genau, erreicht. Und wir werden jetzt gleich in dieses Kampfbistro gehen. Ich weiß nicht, ich glaube, das heißt so. Als ob der hier einfach so ein Bojelin hat. Cool. So, das Kampfbistro ist hier. Restaurant 7 Sterne. Als 7 Sterne? Gibt's das überhaupt? Bon Appetit. Na danke. Ja klar, wir kämpfen. Ist das ein Doppelkampf? Ja. Tino und Tiziana. Oh nein. Ich wollte gerade sagen, haben die schon wieder nur Baby-Pokémon? Das wäre es ja auch. Keine Sorge, der Kampf wird nicht schief laufen. Ist Meryl schon Fee? Weiß ich gar nicht. Du bist Bodenwasser. Es reicht, komm. Bams. Weg mit dir, du Stück. 33 für Skorbut, ja. Toxin, ja. Oder? Ja. Ich glaube, Nadelrakete nutze ich öfter und wir kommen noch zu den guten Käferattacken bald. Kreuzschere beispielsweise. Oder wie heißt das andere Ding? Guillotine? War das Käfer? Weiß gar nicht mehr. Es war aber eine K.O.-Attacke. Und ein Griffel. Einmal das. Und dann das. Natürlich. Da machst du es halt. Ulti. Easy. 35. Tiziana ist besiegt. Ja, du bist ja voll stark. Ja, alles in Ordnung, keine Verletzten? Nein, alles super. Ob der Nachtisch wohl serviert wird? Klar. Aber das sind nicht wir. Pablo und Anastasia. Staralili und Schlappohr. Oh, 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 oh. Es lohnt sich nicht, einen Doppelkampf zu vergiften, weil... Ah, doch, komm. Vergiften. Felsgrab. Magiemantel. Was macht Magiemantel? Achso. Alles wollte ich das einmal machen und dann sowas. Toll. Uhu. Dulö. Möchtest gestreichelt werden? Dann halt so. Zack. Und ein Kulauken. Ah, warum denn immer nur zweimal? Das war schon im letzten Part. Alter. Hut, Hut. Uhu, sagt tschüss. Kopfnuss. Und dann wird's schneller, aber. Komm, dreimal jetzt. Nur wegen dem Angriff sinken hat's nicht gereicht. Uh-huh. 33 Ulti. Ja. Ne, Hit. Stärke. Wow, da ist der Crit wieder am Start. Als ob das nicht gereicht hat zum Level. Verloren die Rechnung, bitte. Ja, so jung und doch schon so stark. Äußerst beeindruckend.
Natürlich. Klar doch. Die kämpfen jetzt auch gegen dich, wenn du unsere Rechnung bezahlst. Wow, Schnösel. Süß. Boden-Pokémon kann man nicht vergiften, aber die doch schon, oder? So theoretisch. Jetzt grab los. Eins. Zwei. Das ist ja ein Skandal. Er fehlt. Nee. Oha. Das gibt's doch nicht. Dann machen wir dich tot. Meliodas spielt Animal Crossing. Wer auch immer das ist. 36 für Peru. Nein. Warum triffst du? Ja, na klar. Pichu. Das war ein Volltreffer, aber trotzdem. Mein Steinkante hat fast immer einen Volltreffer. Deswegen ist das doof. Na, du was? Wow. Ja, na klar. Was geht denn hier ab? So, jetzt triff bitte. Dankeschön. Hat länger gedauert, als es sollte. Na, wie konnte ich nur verlieren im Hotel meines Vaters? Naja. WarioWare, get it together. Ah ja. Alter, der hat ja voll viele KP. Und ihr noch. Ja, komm, wir stoßen an. Wollt ihr kämpfen? Na klar. Giftschock, Pipi. Willst gestreichelt werden, okay. Stärker Roselia. Sorry, dass ich nebenbei gerade schreibe, Leute, aber das ist wichtig. Denn ich kann irgendwie die Aufnahme im Moment gerade nicht pausieren. Ich kann es nur beenden, sonst ging das immer. Noch mehr Pipi. Nochmal Gift Chalk. Und du nochmal Stärke. Let's go. Warum hast du eigentlich 50 Stück von denen? Das reicht nicht. Das bringt ja auch nichts. Naja. Besiegt. Ja, Niederlagen machen mir nichts aus. Ich bin trotzdem glücklich. Ja, du bist so stark. Bin ich das? Tut uns leid. Na, komm, ich stehe in die Bilanzen. Mein Freund ist an der Börse, also. Können unser Glück gerne herausfordern. Dann zeig doch mal her, Rudolf und Roswitha. Oh je. Oh, Phineon. Sehen wir uns alle das erste Mal. Oh je, Fisch, Pflanze, Pflanze. Pflanze wäre gut. Nadelrakete gegen Goldini und
Stärke gegen Fedoran. Komm, viermal reicht doch. Bitte. Nein, das fehlt immer einmal. Oh Mann. Okay, das sieht doch nicht so viel ab. Machen Abgang. Zack. Einhornfisch, Alter. Ja, schön, dass der Tag ins Nichts geht. Blini. Vor allem, was ist das hier für ein Untergrund? Das soll einfach so sein, dass wir in einem Haus sind, oder was? Ah, das sieht schon komisch aus. Ja, jetzt reicht's, obwohl es mir nichts bringt. Danke Gott, danke Spiel, danke für nichts. Mein Glück hat sich wohl verabschiedet. Ah, du bist schon ein Glückskind. Das gleichen wir aus. Ja, geschafft. Gibst du uns jetzt was? Toll. Dankeschön. Für nichts. So, werter Herr, können Sie uns nochmal heilen? Danke. Warum sehen Sie eigentlich aus wie ein Polizist? Das geht Sie gar nicht so an. Ja, klar. So, und da ich weiß, dass hier am Strand sehr viele Items sind, werden wir jetzt auch mal das Itemradar nutzen. Bin ich jetzt blind oder haben wir das noch nicht? So, warte mal. Hier ist es. Hey, wie macht man das denn? Opa-Stück. Hier unten ist nämlich... Kann ich das nicht benutzen, wenn das so ist? Oh cool, wie die schwimmen. Nein, nicht mit dir. Ach, dann halt nicht. Das ist ja ganz umständlich. Larissa. Wie die war's? Der hat jetzt endlich den Wassertypen. Nadelrakete los. Warm. Und nochmal. Und nochmal. Doch nicht. Dreimal könnte fast reichen. Warum stehst du nicht? Ach komm, das hat 90% Genauigkeit. Wow, wow, wow. 90% Genauigkeit. 95 sogar. Ach, das ist Betrug. Ich hasse alles. Wasserdüse benutzt sie erst jetzt. Ach, Bidifest. Larissa! Oh, jetzt hab ich verloren. Tust mir schon ein bisschen leid. Aber nur ein ganz kleines bisschen. Ach komm, Skorbut. Du musst dich auch mal entwickeln. Also wirklich, erst Level 40. Wir werden es rausfinden. Rainier. Oh, wie süß du aussiehst. Hat man nicht schon mal gegen Schalilos gekämpft? Ah, doch, sehe ich doch. Eins. Zwei. Drei. Ja. Endlich. Ja, 34. Noch ein Schalilos. Ich glaube, du hast nur Schalilos, oder?
Raum Feuer. Ach, das ist nicht... Ja, natürlich bin ich verwirrt. Ach, come on. Ach, Mann, ey. Ja, okay, hau mir noch mal rein. Gut. Chalelos sollte, glaube ich, sogar noch eigentlich in der dritten Gen vorkommen. Hat man dann aber doch nicht gemacht. Oh, guck mal, das ist die andere Form. Östliches Meer. Und westliches Meer heißt das, glaube ich. Nochmal. Ja. Geil. Da, Manu. Komm, wir benutzen jetzt auch mal Tränke mehr. Wir sollen ja nicht so geizig sein. Und Angler. Oh, du willst gar nicht kämpfen. Aber du willst kämpfen. Wusste ich doch. Olaf. Oh nein. Aber du hast wenigstens nicht so viel auf dich. Okay, das sind drei. Das ist gut. Remoraid. Stimmt, das habe ich da auch im Team. In dem anderen Pokémon. Wo wir die Challenge machen, die ich im Color Lock. Ja, Remoraid ist halt absolut nicht stark. Aber Wurzug Octillery und Octillery finde ich cool. Natürlich jetzt im Garados. Ich habe kein Elektro. Ich muss hoffen, dass ich schneller bin. Nein! Okay. Mein Gott, ey, warum? Ist ja so gut gewesen, oder? Tod und Verderben. Ulti reicht auch Level 34. Naja, du solltest von einem Erwachsenen mehr Respekt haben. Hab ich nicht. Ich hab doch voll gesagt, so cool, der ist voll stark und so. Weiß gar nicht, was du hast. War hier nicht irgendwas mit Schrittzähler? Nee, irgendwas mit Füßen war das hier, das Haus, glaube ich. Dr. Schritttritt. Er kennt ihn nicht. Zeig mir, was hier ist. Ich glaube, es war eine TM. Aeroas. Ja. Wenn nicht so, als hätte man die schon mal gehabt. Nein, ich will gegen die kämpfen. Ach, du willst gar nicht kämpfen. Oben auf dem Cliff ist irgendwas. Ja, warum mal Kraxler? Immer noch. Mein Gott. Das weiß man doch. Cindy. Cindy aus Marzahn. Mit ihrem Charmian. Jetzt hab sich das reint. Geil. Hab's kaputt. Muss sich entwickeln. Zeit für Nadelrakete. Nein. Ich hab damit gerechnet, dass es. Wie heißt denn das Ding? Jetzt fällt mir der Tackle nicht ein. Mann. Die Attacke, wo man halt immer zurückschreckt, wenn man zuerst dran ist. Naja. Seht ihr mal, ich hasse die Attacke so sehr.
dass ich nicht mehr weiß, wie der heißt. Hä? Marmelin! Geld. Flucht und Verderben. Sine Benny Hu, nee, das ist eine Frage, ja, stimmt. Was sein Name ist, weiß ich nicht. Die Japabeere. Müsste ich ja wissen eigentlich. Und Gauf. Oder Gauf. Keine Ahnung. Nein, da gibt's kein Item. Nein, ist auch so klar. Oh, hier. Schalalos. Das ist halt auch ein cooles Pokémon, aber das ist halt Wasserboden und... Ich hab ja Wasser schön und... Wasser hat er schon. Der Boden ja noch... Komm ich ja noch. Bald. Gut, dann sind wir ja doch gut vorangekommen und können jetzt noch in Großmoor gehen, soweit ich weiß. Kann man reingehen? Oder verlangen die irgendwas? Hallo, das kostet nur $500. Dankeschön. Viel Spaß. Sagt Bescheid. Stimmt. Oh, das fand ich so cool, vor allem wenn man hier mit der Bahn fährt. Aber hier, von dir kriegt man noch auflockern, genau. Wichtig für später. Über die App VM-Attacken ein, okay. Hier gab es auch voll coole Pokémon. Kann ich hier Schutz einsetzen? Oh, das Ei. Ein Monera. Oh, ich habe gedacht, ein Togepi. Hä? Es liebt runde, weiße Dinge, um Scharniere nachzuahmen. Trägt es stets ein eiförmiges Stein mit sich? Nein. Und du gehörst... Nein, stopp! Du gehörst auch gar nicht ins Team. Ja. Das ist zwar nicht, gleich gültig mit dir, aber gut. Komm, wir gehen mal zu Jirachi. Oh ja, hier braucht man ja Surfer. Ja. Vielleicht holen wir dann Sachen nach, aber grundsätzlich will ich jetzt erstmal hier erkunden. Parat ist auch eher schlecht. Bleibt man hier auch stecken? Hm, das sieht ja nicht. Und doch bleibt man. Cool. Nein, eigentlich nicht. Aber es ist wie damals. Das muss man sagen. Hier ist gar kein Halt. Da ist ein Pokéball. Komm mal da hin. Ja, hier gibt's Trainer. Ne, willst du nicht. Sei ja. Pokéball. Wow. Danke dafür. Nein. Aber das haben die... Haben die anders gemacht mit den Stellen, wo man versinkt. Früher konnte man fast überall versinken, glaube ich. Okay, da komme ich nicht drüber. Schön. Das Wasser sieht gut aus. Hallo. Ich glaube, hier kann man auch anderen Pokémon begegnen. Ja genau, eigentlich müsste ich auch Pions Kura kommen, nachdem man den Pokédex hat. Also den Regionaldex. Aber ja, wir haben es ja schon vorher bekommen. Sonst hätte ich, wie gesagt, Skunkapu genommen. Ach, ist hier das Ende schon? Ja, wir müssen gleich nochmal mit der Bahn fahren. Einfach aus Nostalgie.
Erstmal gucken. Da geht's wieder runter. Trank. Oh nein! Es stimmt ja, man kann ja nur eine gewisse Anzahl von Schritten laufen. Dankeschön. So, jetzt aber. Gegengift. Geiles Gegengift. Nehme ich doch gern mit. Pokémon Futter geben, stimmt, das kann man auch gleich nochmal zeigen. Honig. Können wir aber jetzt schon ganz viel machen mit dem Honig. Ja, komm, wir zeigen es jetzt gleich mal. Merl. Kann man nämlich Bälle werfen. Bitte bleib nicht drin. Dankeschön. Und man kann hier halt Matsch werfen. Sechs. Und Mare flieht. Ja, so kann es funktionieren. Man kann aber dann auch die zutraulicher machen dadurch, dass man den Matsch geworfen hat. Ich habe eh nur noch viermal Schutz, das passt schon. So. Hab ich jetzt irgendwas übersehen? Hier kommt man nicht weiter nach oben. Nein! So, welches Areal ist das? 3. Oh, ich liebe es. Oh, das war falsch. 4? Ja, da wollte ich hin. Hier warst du. Dankeschön für diesen Tipp. Habe ich jetzt hier alles? Ja, hier waren wir eben. Gut, dann würde ich sagen, war es das für diesen Part. Im nächsten Part geht's ab in die Arena. Ich hoffe, euch hat diese Folge von Let's Play Pokémon Strahlender Diamant gefallen. Und ihr schaltet auch in der nächsten Folge wieder ein. Wir versuchen noch rauszugehen. Vielleicht läuft auch das Zeitlimit ab oder so. Beziehungsweise das Schrittlimit. Ja, nicht verpassen und Like da lassen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.